Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play vom Bioshock. Wir befinden uns derweil noch in Fort Frolic, haben die Opfer für Sender Cohen erledigt, haben die Fotos geschossen, müssen dies jetzt nur noch an die Leinwand anbringen. Allerdings ist mir beim Markieren der Videos, ich schreibe ja mal auf, wann ich wo was gefunden habe mit Zeitstempel, aufgefallen, dass uns ein, zwei Sachen hier noch fehlen. Die habe ich liegen lassen. Und zwar, bei einer Stelle sind wir direkt bei Sinclair Spirits. Da muss ich nochmal reingehen. Habe ich mir doch gedacht. Das ist da sehr, sehr auffällig, junges Fräulein. Ja, noch eine Little Sister, die müssen wir ja auch noch finden. Wir haben, glaube ich, erst zwei, genau. Und zwar hier konnten wir in den Keller gehen. In diesen dunklen Bereich. Und irgendwo haben wir etwas übersehen, denn hier gibt es noch ein Tonikum zu holen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo. Ist aber auch die Little Sister mit Big Daddy. Kümmern wir uns mal um die, bevor wir die nachher nicht mehr wiederfinden. Erschrocken. Hier oben. Da haben wir sie. Ich werde mal Fotos noch machen. So, damit haben wir noch einen weiteren Fortschritt bei den Little Sisters. Das ist auch immer dasselbe. Wie oft können wir das denn bei ihr machen? Auch fünfmal, wie bei den anderen. Ist auf jeden Fall noch was drin. So, jetzt haben wir einen weiteren Fortschritt für den Bouncer. Dann machen wir auch mehr Schaden im bevorstehenden Kampf. Ich mache trotzdem weiter, weil ich weiß nicht, wie oft wir noch die Little Sisters und sowas haben werden. Ja, und jetzt auf der Akku. Er will uns weg haben, ne? Aber du kennst das Spiel. Schon mal. Und sie werden wir natürlich wieder retten. Nein! 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 Kriegen wir nochmal 80 Adam und wir dürfen jetzt auch wieder ein Geschenk erhalten. Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird dir behilflich sein. Dann macht ihr ein Flickblatt einfach hinter uns. Hey! Wir haben aber noch einen Big Daddy hier irgendwo.
dort. Ja, das ist auch nochmal ein Bouncer. Sehr schön. Noch mal ein bisschen was abfotografieren von ihm. Ich glaube, na da. Manchmal wird der Fortschrittsbalken gar nicht gezeigt. Bisschen komisch. So, wie gesagt, uns fehlen noch ein paar Sachen. Hier auf jeden Fall. Da sind wir nämlich noch gar nicht drin gewesen. Und hier sind wir auch noch nicht gewesen. Da auch noch nicht. Ich glaube, da kommen wir auch noch nicht rein. Das war, glaube ich, der Raum von Sander. Von Sander Coden. Ja. Dann müssen wir nochmal zurück. Ach, hier. Hier, das war noch gar nicht auf. Hier finden wir nämlich noch Extra Nutrition 2. Wir haben ja schon Extra Nutrition 3 bekommen, ich glaube durch Forschung. Lagern wir aber erstmal in der Genbank ein. Und irgendwie traue ich dem das einfach schon was gedacht. Nochmal eine Enzymprobe. Das heißt, wir können uns auch gleich nochmal was basteln in einem New Invent. Wo sind die anderen denn hin? Hier waren doch 3 oder 4. Nicht, dass die noch mehr Enzymproben dabei haben. Ich glaube es zwar nicht. Sicher ist sicher. Irgendwie geht's hier aber. Gerade ein bisschen gruselig hier. Gerade in diesem Raum. So, damit haben wir das schon mal. Da müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt reinkommen. Von hier, von rechts von uns. Muss ich nochmal auf die Karte gucken. Ach so, ein Surprise. Können eine Pfeife rauchen? Okay.
Ich hätte auch schon wieder Houdini-Splicer. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, wie wir da hinkommen. Haben wir hier irgendwo wieder einen Schalter übersehen? Müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen zocken? Vor allen Dingen haben wir hier gerade überhaupt gar kein Glück. Auch hier haben wir ein bisschen was bekommen. Kein Kontakt, okay. Irgendeine gehackte Kamera von uns hat einen Splicer entdeckt. Hallo. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Oh, das war ich. Dann auch du Scheiße. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir hier wegkommen. So. Ach, da oben sind sie alle. Sehr gut. Dauert jetzt natürlich auch seine Zeit, bis das hier weg ist. Noch ein paar Sekunden, dann ist es vorbei. So, sehr gut. Wie kommen wir da oben hin? Rein. Hier sind wir noch gar nicht reingegangen. Sieh mal einer an. Casino waren wir noch nicht. Lass mich in Ruhe! Hey, du machst es uns beiden nur schwer! Juhu! Hallo! Komm zurück! Bitte! Kein Problem. Wollen aber auch verprügelt werden, ne? Auto hacken? Bestimmt eh wieder ein Auto-Hacker. Nee, leider nicht. Irgendwo scheint ja auch noch eine Kamera zu sein. Die müssen wir auch noch. Hier ist keiner. Mal gucken in die Richtung. Können wir von näher noch ein paar Fotos machen. So, ich glaube, die haben wir jetzt auch zur Vollständigkeit. Jawohl. Sehr gut. Kameras haben wir also. Geschütze haben wir, glaube ich, auch vollständig. Die Sicherheitsspots auch.
da hinten liegt doch was. Das sieht mir nach einem Audio-Tagebuch aus. Wunderbar. Carl Pepper kalt machen. Auf jeden Fall. Das war ja die mit der ätzenden Stimme. Achso, Beinkontakt. Ich will jetzt aber das Tagebuch aufheben. Ich werde hier genervt mal wieder von irgendwelchen Feinden, die meinen, hier rumrennen zu müssen. So, wir hören uns das jetzt trotzdem mal an. Ich habe gerade den Befehl bekommen, Anna Carlpepper kalt zu machen. Das ist keine Kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin. Wir sprechen hier von einer vollgedröhnten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. So. Ich glaube, jetzt können wir uns tatsächlich mal aufmachen. Und das Kunstwerk von Sander Cohen vollenden, den wir hier nochmal gehackt haben. Oh, super. Shit. Man geht mal oben lang, man ist auf einem sicheren Weg und dann sowas. Zack. So, wo ist denn der Bouncer, dass er den nochmal fotografieren können. Da hinten. Ach, das ist der, der hier schon die ganze Zeit rumrennt. Schade. Atrium, da müssen wir lang. Atrium. Ach, schon wieder. Nochmal zu einem Gatherer's Garden. Ach, der war auch hier in der Mitte. Und nochmal zu einem You Invent. Ach, der ist auch direkt hier vorne. Sehr gut. Denn ich werde mir jetzt noch Hacker's Delight 2 herstellen. Das machen wir. Hacker's Delight 2 ist effizienter darin, dem beim Hacken umgeleiteten Strom in Gesundheit für sie zu wandeln. Also ersetzen wir das, natürlich. Zack. Trinker fehlt nur noch. Dafür fehlen uns aber auch noch Enzyme. Aber zumindest findet man sie, wenn auch selten. Wir haben ja eben einen Autohacker verbraucht. Gut. Und da hinten haben wir den Gatherer's Garden. Da steht auch schon das Geschenk. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier bekommen. Ah, okay, keine Plasmide mehr, aber dafür 200 Adam. Laden wir das nochmal auf. Dort sind ja Eve-Spritzen drin.
So, und 440 Adam haben wir jetzt. Jetzt ist die Überlegung, was holen. Oh. Die waren doch eben noch nicht alle da, oder? Ja, verdammt. Jetzt wird's wieder teuer. Also ich bin ja auf jeden Fall für Electro Bowl 2. Der kostet auch nur 80. Und das ist ja unser am häufig genutzter, unser am häufig genutztes Plasmid. Wobei, das ist nur geringerer Verbrauch. Stimmt, das hatten wir ja schon. Extra heiß. Oh Gott, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme nochmal ein Gesundheitsupgrade. Jawohl. Und dann nehme ich nochmal ein Eve-Upgrade. Jawohl. Dann haben wir immer noch 280. Hacking Expert 2 ist, glaube ich, auch ganz gut. Das können wir dann mit 1 ersetzen. Ich glaube, das haben wir eh drin, ne? Genau. Zack. Was nehmen wir denn? Oder sollen wir lieber sparen? Nein, ich hole mir jetzt tatsächlich Abfackeln 2. Genau, und dann hole ich mir Elektrobolt 2 auch noch. Dann haben wir das jetzt erstmal. Gut. Haben wir ja wieder ordentlich was ausgegeben hier. Wir haben auch noch ein bisschen was über. Sollen wir vielleicht doch noch was holen? Die letzten beiden, die wir hier noch haben, Cyclone Trap wirbelt Gegner in die Höhe, wenn diese über dem Wirbel laufen. Das können wir ja machen. Erteilen Sie Ihren Gegnern eine Lektion mit Cyclone Trap von Wine Industries. Wine Industries übernimmt keine Haftung für Schäden an Deckenventilatoren, Kronleuchtern oder anderen Deckenaccessoires. Leben sind aber egal. So, und Vending Expert verringert die Preise am Verkaufsautomaten. Ist ein Technik-Tonikum. Mal gucken, was haben wir denn hier. Wir lagern es erstmal ein. Das Blöde ist, wir sehen von hier jetzt noch nicht, was das alles bewirkt. Wobei Tempo-Hacker... Doch, ich will nicht wissen, wie schnell das wirklich sonst laufen würde. Gut, wir haben uns hier nochmal ein bisschen aufgebessert. Und jetzt müssen wir runter. Und das Werk vollenden. Hey, Mary, warum hast du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von dir mitnehme. Bist du da? Ja, bin ich. Bitteschön. Enzyme. Enzyme. Wir haben nochmal Enzyme. Dann stelle ich doch mal Trinker her. Hallo? Guten Tag. Das müsste hier sein irgendwo. Nee, das ist eine normale Genbank. Achtung, jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Wer will ein Star werden? Ich wollte nur ein bisschen Gesellschaft! Heute ist nur Gesellschaft. Ach, da hinten drin. Nein, was fehlt uns der Trinker?
fehlt uns noch ein Enzym. Schade. Also beim nächsten Mal, wenn wir ein Enzym finden, können wir auch Trinker herstellen. Wir setzen das nächste Foto ein. Der Kreis? Ja, ja. Aber es wird immer schlechter geben. Du zweifelst doch nicht an mir, oder? Ich könnte einen Zweifler nie in meiner Nähe dulden. Was ist denn hier mit dem Bild passiert? Das war so schön. Werden sogar bezahlt. Hat sich vielleicht hinten... Nein, leider nicht. Ich dachte, hier hätte sich was geöffnet. Setzen wir das nächste Bild ein. Damit hätten wir 3 von 4. Wieso schaust du so? Es gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Von niemandem! Du kannst mich mal, ihr beschissenen Zweifler! Ihr könnt mich alle mal! Damit ihr es wisst, ihr alle! Was jetzt schickt uns der Gegner? Flieg davon, kleine Motte! Flieg! Hallo? Brauchst du mir gar nicht zu kommen hier. Bei deines Gleiser lach ich. Ja, sie war ganz schön angeschlichen, oder? Hinten ist ja immer noch nichts auf. Ich will das da haben. Und das hier. Coens Kästchen verschlossen. So, das letzte Bild wird jetzt eingesetzt. Greifen ihn doch jetzt hoffentlich nicht an. Zeig es mir. Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner...
eigeneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit verbringen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich gar nicht geboren. Jetzt geh. Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. So, wir bekommen jetzt also endlich Medical Expert. Aber wieso kommen wir an das andere nicht ran? Heilen dich besser denn je, ja. Verleihen mehr Gesundheit. Zack. Vielleicht sollten wir in seinen Raum. Er freut sich über sein Meisterwerk. Sender, okay. So, in der Fleet Hall. Da müssten wir doch jetzt eigentlich auch reinkommen. Hier hoch. Falsche Seite? Nee, da. Ich kann noch ein paar Filme aufheben. Hier finden wir auch den Kommentar des Regisseurs. Unsere Kamera wieder aufladen. Also, Elektrohaut. Wir finden also hier ein Kampftonikum. Ist das ein Kampftonikum? Ich glaube ja. Verabreiche deinem Körper eine Überladung mit Elektrohaut, dem optimum Bereich der elektrischen Verbesserung. Schütze dich vor jeglichen Schäden mit unserem neuartigen Elektrohaut. Sie nehmen weniger Schaden durch Elektrizität, sie fügen bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Erstmal lagern. Und wir haben hier auch noch Requiem für Andrew Ryan. Hören wir uns doch mal an, was Sender da zu sagen hat. Ich hätte ein Star am Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Und jetzt verrotte ich und warte auf ein Publikum, das niemals kommen wird. Ich schreibe etwas für dich, Andrew Ryan. Es ist ein Requiem. Da hinten haben wir auch noch ein Tonikum, das haben wir schon gesehen. Müssen wir auch irgendwie gucken, dass wir da hinkommen. Und hier in dem Raum waren wir auch noch nicht. So, mal gucken. Hä, wo sind wir denn gerade? Ach, da oben. Also, wenn wir hier geradeaus rausgehen, müsste hier rechts noch ein Raum sein. Hier sind wir noch nicht gewesen. Cone's Collection, Fine Art. Ist immer noch derselbe Bouncer? Nein, du bist ein anderer. Sehr gut. Das heißt, wir haben auch hier einen weiteren Fortschritt. Erhöht dauerhaft den Schraubenschlüsselschaden um 50%. Geil. Da sage ich nicht nein. Galerie.
Auch schon wieder so kranke Scheiße. Der Zweifler finden wir hier. Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Ganz viele Sex haben wir hier. Wow, was ist das denn jetzt schon wieder? So kommen wir auf jeden Fall lang, das ist schon mal gut. Oh, es geht aber auch gerade wieder flott. Oh, wir kriegen es hin. Hier riecht's echt übel. Noch ein paar andere Safes zu knacken. Der ist schon etwas schwerer. Ich nehme mal Autohacken. Der wird wahrscheinlich ganz schwer sein. Nehme ich nochmal Autohacken. Sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir an das Technik-Tonikum kommen, das sich hier befindet. Und ich glaube, dann hätten wir hier auch alles. Genau. Es ist alles aufgedeckt. Ich glaube, das waren jetzt auch die fehlenden Audio-Tagebücher. Ob wir vielleicht noch einen Schlüssel finden, um das zu öffnen, was hier im Atrium noch ist. Das ist ein Freund des Pazifik. Wer rennt denn hier schon wieder rum? Hier müssen wir doch drankommen. Aufschlagen können wir es auch nicht. Nein. Fotografieren. Plätze. Da hinten ist es aber. Heck nochmal, dann können wir uns da in einem beteiligen. Keine Waagrechten mehr. Und dann müssen wir es so machen. Schon. Hab noch nicht richtig hingeguckt. Wie das ist im Stress. Hey! Müssen wir hier rüberspringen.
Damit sammeln wir auch noch Alarm-Experts. Von Hexmart entschärft Sicherheitssysteme mithilfe der elektrochemischen Zusammensetzung ihres Körpers. Probieren Sie es noch heute. 2 Alarmplatten weniger. Schraubschlüssel bewaffnet, wenn du das nicht hinkriegst. Hier nochmal. Wieder geheilt. So, und ich glaube schon fast tatsächlich, dass wir die Kiste nur öffnen können, wenn wir Sender umhauen. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Der hat uns ja quasi nichts getan. Okay, wir haben für ihn ein paar Leute umgebracht. Das ist vielleicht nicht nett, aber... Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ah, hier. Wieso sind denn unsere Plasmid jetzt wieder so blöd angeordnet? Nur weil wir uns Aufbesserungen geholt haben? Ah. Die werde ich nochmal kurz anordnen. Wir nehmen mal Zorn, wir nehmen hier mal Security Bullseye, Insektenschwarm und Cyclone Trap. Gehen wir nochmal zurück. So, und jetzt kommt rein. Abfackeln 2. Elektrobolt 2. Telekinese. Und Winterblast. Wobei eigentlich ist Winterblast blöd. Weil wenn wir damit die Leute umschlagen, dann verlieren die auch keine Gegenstände. Was könnte denn davon noch Sinn machen? Zieldummy? Um das. Ja, machen. Versuchen wir mal Zieldummy. Richten wir mal die Angriffe auf andere. Also. Die Gegner auf andere. So, ich glaube, hier musste ich noch irgendwo. Genau hier wollte ich ja gucken. Ah, das ist auch falsch angeordnet. Das ist ja gar nicht alphabetisch, Leute. Ich wollte hier eh nochmal gucken. Wir hatten hier ja 2 Alarmplatten weniger. 2 Alarm. Hacking Expert 2. Sind die eigentlich... Die sind doch eigentlich... Moment, was war das? 2 Überlastungsplatten weniger beim Hacken.
ist ja eigentlich Quatsch. Ich frage mich gerade, ist das kumulativ? Haben wir jetzt drei Platten bei beiden weniger? Geschütze, Bots und Kameras. Geschütze und Bots, die sind sowieso automatisch gehackt. Und Kameras sind extrem verlangsamt. Also, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Da könnte ich dann vielleicht sowas hier wie Vending Expert machen. Dann sind die Verkaufspreise günstiger. Das können wir machen. Bei Tempo-Hacker ist eigentlich... Lass ich mal drin. Genau. Dann haben wir hier die beiden Hacking-Experts. Machen wir es so. Bin ich da auch ausgerüstet. So, die beiden müssen wir auch noch wechseln. Also war das da jetzt statische Entladung 2 und da Wrench Jockey 2. Gut. Haben wir das jetzt auch alles nochmal angepasst? Was ist das? Ach so. Unser neues, genau. Ich war gerade irritiert. Ich denke, wir hoppen da. Gut. Hier sind wir doch falsch. Hier sind wir doch falsch. Wir müssen ja jetzt zur Tauchkugelstation und weiter nach hey. Doch. Zurück zur Tauchkugelstation. Wir können jetzt hier nämlich wieder abhauen. Rapture Metro, hier geht's lang. Ach, ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß es. Danke. Und dann weiter nach Hephaistos. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus in die Brücke hat. Gut. Ja, von der Zeit auch eine recht, ich sag mal, vernünftige Dauer für ein Video, nicht zu lang. Auch nicht zu kurz. Dann geht's jetzt weiter nach Hephaistos, keine Ahnung. Und ja. Müssten ja jetzt langsam mal bei Ryan ankommen und uns für den Tod an Adams Familie, wollte ich schon sagen, an Atlas Familie rächen und auch dafür, was der uns hier die ganze Zeit auf den Hals setzt. Es wird langsam Zeit, dass der da seine Rechnung zu zahlen hat. Der alte Schwindler, der sich hier sein Paradies aufgebaut hat und sich selber nicht, ja, und es selber quasi wieder zerstört. Kann man ja nicht anders sagen. Gut, was wollte ich jetzt sagen? Ja, eigentlich war es das ja schon wieder. Genau, das machen wir natürlich im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.